Was bleibt uns jetzt noch zu berichten? Paar kleine Lach- und Sachgeschichte. In der Oliviero-Bar wurde gefeiert, wunderbar. Der Glockalli, der war angekommen, hat paar schöne Drinks genommen. Doch wie jede Feiererei, es hat die einmal vorbei. Der Galli geht noch kurz aufs Klo, er hat die Hefs, ich sag's mal so. Um Tippe fängt der O zu Strophe und ist dann gleich drauf eingeschoben. Was war der Miet? Er klappt es kaum. Was hat er dort im schönen Traum? Irgendwann, als dieser ist vollbracht, da ist er wieder aufgewacht. Die ganze Leid waren längst zu Haus und in der Bar die Lichter aus. Die hatte den doch meine Fresse auf dem Klo vergessen. Jetzt stand er da in stiller Ruhe, alle Dären und Fenster zu. Der Galli kam erst wieder frei durch einen Hilferuf bei der Polizei. Galli, ich frag mich do, Mann, oh Mann, wie man auf dem Klo so schlafen kann. Als nächstes jetzt noch schnell was von unserer Großbaustelle. Neulich, da wurde dieses Projekt in der Abschnitt 2 verlegt. Und vorher, die Anwohner des Wisse, dass sie ihr Autos wegfahren müsse. Nur ohne hat Zeugarosse nicht Droge denkt und Stegelosse. Genau an dem doch, sag ich jetzt, hat beim Steffen der Ehrgeiz eingesetzt. Dass er sich wieder mal bewegt, hat er sich letzt ein Fahrrad zugelegt. Und genau heut, da hat er die Idee, lass ich mal mein Auto stehen. Ich tu trainieren und Sprit noch sparen, heut mit dem Fahrrad auf die Erbe fahren. Obens Horn, das hat gut funktioniert, das mache ich jetzt öfters, garantiert. Das Fahrradfahren ist ganz okay, ich lass jetzt als mein Auto stehen. Apropos mein Auto, ey, wo ist es dann? Ich das gar nicht sehen kann, das stand doch heut moient, das ist blöd, wo jetzt der Baucontainer steht. In so einem sportlichen Wahn hat der vergessen, das wegzufahren. Der Abschleppdienst hat sich gefragt und der Steffen das Benzin gespart. Drum muss ich spielen, doch grad mal so. Ja, wir sollen mit dem Radl do. Bei uns im Ort ist nicht mehr schön, mehr Handball, kein Geschäfte mehr. Unser Gewerbeverein, einst eine Größe, überlegt doch grad, sich aufzulösen. Ob Schuh, Mode, nicht einerlei, kein Bäcker und kein Metzgerei. Ah, der Schaffner Louis, alt hergebracht, hat sein Lade zugemacht. Unser Ort, das ist nicht ohne, wird zur geschäftefreie Zone. Die letzte, die bei uns noch existieren, wird die Sanierung der Hauptstroß ruinieren. Ah, die Anwohner seien betroffen, kennen nur auf ein Geldrehe hoffe. Horrende Summe, nett von Pappe, soll man fern Kanalausschluss berappe. So wie heut, mit dem gleichen Sinn, war's vor 40 Jahren schon drin. Halt euch fest und bleibt kurz stehe, ich tu noch einmal am Rädchen drehe. Just in dem Moment, du macht es Klick. Schon säumer wirre, 40 Jahre zurück. Es ist so vieles nicht mehr schön, die Kabelsländer gibt's nicht mehr, das deutsche Haus wird abgerissen, die Schlongebrück ist a vergessen, der Pfandstall, der wird a geschlossen, dann kann man nix mehr decken lassen. Bei Merck so ein trauriger Rekord, gibt's bald Kaffee mehr hier im Ort. Und die paar Kühe noch, die paar Lohme, tut man mit der Hand besome. Die Altreuspitz ist ja jetzt rund, so ändert sich's von Stund zu Stund. Ganz deutlich wird einem das jetzt klar, es wird nie mehr, wie's früher war. Doch seid nicht traurig, liebe Leid, dann heil es Kerb und heil es Heid. Drum lasst der Kopf nicht drüber hängen und lasst uns an was Schönes denken.
Und schöne Mädchen, Urewoi, was kann im Leben schöner sein? Wir danken euch jetzt noch am Ende fürs Zuhören und für Eierspende. Wir grüßen auch die vielen Gäste, die extra kommen zu dem Fest. Und hoffe, dass die Tradition erhalten bleibt wie früher schon. Und Musik spielt jetzt wacker drauf, der Kerbemarsch die Gassen auf. Danke, liebe Kerbeburg, für den tollen Umzug und auch die schöne Kerberett. Muss einfach mal gesagt werden, steckt ja auch viel Herzblut und Arbeit dahinter. Einfach weiter so, habt ihr gut gemacht. Ein vielfaches Dankeschön. Machen wir mal an die Tannen, machen wir das Fenster. Und wir haben jetzt 6 Gemeinschaften.
Ja. Ja. Das ist egal. So essen wir sonst. Und so dann als Tomate. Ja, schöne Frau muss ich filmen, gell? Normal.